das ist jetzt dieser große Hafen von Valletta. Und ich will ihn ein wenig beschreiben. So, größter Naturhafen des Mittelmeers. Jetzt da unten ist den unteren Barackergarten, dann haben wir Wellenbrecher, Gladiatoren, die Stadt Troja. Lauter Festungen. Ja. Festung, das ist ein Krankenhaus da oben von den Engländern, hat man sie mit dem Aufzug da hochgeschleppt. Ist heutzutage zu langweilig. Ja. Und so hat man sie auf dem höchsten Punkt, das heißt hier. Das sind ja relativ groß da. Was ist der Bräunsel in der Reparatur? Klinisch Felizien. Kastilische Palast. Die Landmannschaft von Kastilien und Leon. Haben wir das umgebaut? Das sind die Löwen und die kastilische Flagge. Natürlich lauter so Palais da. Jetzt gehen wir durch die Marchand Street. Ja, auch. Gebaut. Jetzt werden wir runter zum Hafen. Die Tiergriffe da. St. George Kathedrale da. Aber über 100 Jahre George später Kathedrale. Hat man es innen umgebaut. Da. So, jetzt gehen wir in die St. George Kathedrale. Hier ist die Pracht und Herrlichkeit. Das ist wieder. Komm. Jesuitenorden. Ließ ein Künstler kommen aus. Uno. Das sind die alte Deutsche begraben da. Da heißen die da von Heißelstein, Schmiesling und alles, das ist von der Deutschen Holteraden da. Aber eigentlich von der Österreicher, das ist ja alles Österreichische. Das ist der Kopf von Johannes und das ist hier der italienische. Was jede Kluft hat da was anderes. Deutsche, italienische, französische. Von Aragon.